Guten Morgen. Eine neue Folge täglich grüßt der Hundetrainer. Und ja, ihr habt richtig gehört. Der Name ist anders, das Konzept ist das gleiche. Und das will ich euch heute sagen. Also ich hatte vorher schon drüber nachgedacht, die Reihe täglich grüßt der Hundetrainer zu nennen. Hatte mich aber erst dann dagegen entschieden, weil ich eben nicht wollte, dass, weiß ich nicht. Ich dachte, dass täglich grüßt der Hundehalter irgendwie näher dran klingt an der ganzen Geschichte und dass es halt mehr Leute betrifft. Aber eigentlich, und das habe ich jetzt festgestellt, auch schon nach den ersten Einsendungen, eigentlich ist es tatsächlich so, dass auch viele Einsendungen und Fragen, die zu mir kommen, dann doch eher einfach einen Blickwinkel von mir als Hundetrainer drauf haben wollen, nicht als Hundehalter. Das heißt, die Reihe wird jetzt einfach anders heißen. Das Prinzip ist das gleiche. Die Reihe ist und bleibt eine Reihe für euch zum Mitmachen. Ihr könnt Fragen stellen, ihr könnt Dinge posten. Es werden Stories von mir und von Gott und der Welt drankommen. Genauso bleibt es auch. Es ändern sich letztlich die letzten paar Buchstaben. Aus TGH, täglich grüßt der Hundehalter, wird TGH, täglich grüßt der Hundetrainer. Mehr ist es auch nicht. Und ich möchte hier nochmal die Situation nutzen, um auf etwas aufmerksam zu machen. Wenn euch diese Reihe gefällt, wenn euch unser YouTube-Kanal gefällt, wenn euch der Content insgesamt gefällt, dann bitte abonniert unseren Kanal, gebt dem Ganzen einen Daumen hoch, teilt gerne unsere Videos und redet mit uns in den Kommentaren bei YouTube über alles, was euch auf dem Herzen liegt. Wir versuchen, jeden Kommentar mit ins Boot zu holen, um darüber zu sprechen. Wir machen das in unserer Freizeit. Also, wenn ihr uns also ein wenig supporten wollt und uns Rückhalt geben wollt, dann ist es sehr wichtig, dass ihr den Kanal abonniert. Weil nur so können wir sehen und nachvollziehen, ob unser Konzept ankommt, ob euch das gefällt, ob ihr das gut findet und ob ihr das sehen wollt. Das war's für heute. Bis dann.